Jo. Okay. Ich möchte kurz drei Impulsen nachgehen. Wir haben vorhin gesungen von Gott, unserem Heiler, der uns gesund macht. Und ich glaube, dass Gott ein paar Personen ganz persönlich dienen möchte und ihr Gutes tun möchte, körperlicherweise. Und ich möchte fragen, ob eine Person hier ist, die an dem rechten Knöchel hier unten irgendwie Probleme hat, Schmerzen hat, wo du sagst, hey, ja, da bräuchte ich eine Berührung von Gott, da bräuchte ich eine Heilung. Ist die Person hier unter uns am rechten Knöchel? Linker Knöchel? Okay, rechter auch. Okay, wir nehmen einfach alle Knöchel, okay? Genau. Und dann habe ich noch den Impuls gehabt vom Unterkiefer. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der mit dem Unterkiefer Probleme hat, vielleicht auch gerade Schmerzen aktuell. Oder es ist was Langwierigeres. Ja, auch da sogar mehrere. Okay, ja. Und Rückenschmerzen. Das kann auch mal sein in fremden Betten, dass man da Rückenschmerzen kriegt, ne, wenn man hier so schläft. Aber steht doch mal alle auf, die ihr jetzt genannt worden seid, und dass die drumherum die Hände einfach auflegen. Und ich würde von hier vorne einmal beten, dass Gottes Heilung euch echt erreicht. Weil ich glaube, er offenbart diese Dinge, um einfach euch wirklich gesund zu machen und Heilung zu schenken. Genau, also alle, die jetzt gerade genannt worden sind, steht auf, ja, und die anderen stehen danach auf und legen die Hände auf. Okay, habt ihr euch gefunden? Okay. Betet ruhig alle gleichzeitig, ja, und ich bete von hier vorne aus. Herr Jesus Christus, du bist der Herr, unser Arzt, und durch deine Striemen sind wir geheilt. Danke, Jesus, für dein perfektes, vollkommenes Erlösungswerk, und danke, dass die Heilung mit drin ist, Herr. Danke, dass du das offenbart hast, Jesus, als du auf der Erde warst, Herr, und jetzt zerbrechen wir echt diese Krankheit in dem Namen von Jesus und beten echt um diesen geheilten Knöchel und den geheilten Unterkiefer und den geheilten Rücken in dem Namen von Jesus. Jeder Schmerz muss weichen, und wir danken dir, Vater, dass du der perfekte Versorger bist in allen Bereichen unseres Lebens, und das gilt für unseren Körper. Danke, Jesus, wir preisen deinen Namen und verehren dich, den Herrn, unseren Arzt, und wir rufen dich an. Seid gesund im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Gibt es ganz spontan Leute, die eine Besserung merken oder sogar eine Heilung und sagen, hey, das war jetzt, zack, sofort, habe ich was gespürt, hat was gewirkt, sind die Schmerzen weg oder zumindest besser geworden? Ja, da geht eine Hand, super, da vorne auch, da auch, Hammer. Gebt echt Zeugnis davon, auch am Ende des Abends noch, ja, wenn ihr merkt, hey, da ist was ganz verschwunden noch, wenn es auch noch nur angefangen hat, so dass wir das mitkriegen und merken, ja, weil es ermutigt uns alle in unserem Glauben, wenn wir merken, oh Gott berührt uns so ganz persönlich, auch körperlich einfach, er liebt es, das zu tun, er liebt es zu heilen, weil er ist die Liebe, ja, und in der Liebe ist auch Heilung drin, ja. Habt ihr einen guten Nachmittag gehabt, ihr Lieben? Ja, wer war in einem richtig coolen Workshop heute? Oh, fast alle. Wow, okay. Wer hat richtig was gelernt heute in dem Workshop, was er vorher noch nicht gekonnt hat? Auch ganz, ganz viele. Wow, das ist cool. Ja. Und wer hatte richtig, richtig coole Leute um sich rum im Workshop, so die Besten? Ganz ehrlich, okay? Super. Also euch geht's gut, ich sehe das, und das ist gut. Soll auch so sein. Hammer. Ich genieße sehr, bei euch zu sein, und habe es auch genossen diesen Tag. Werde heute Abend schon wieder abreisen, nur dass ihr Bescheid wisst, das ist dann auch so geplant, leider, aber jetzt fangen wir erstmal an hier. möchte mit euch eine Person anschauen aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, der war ganz nah an Jesus dran, und sein Name war Simon. Simon, ein Mann, der die Gnade von Gott, dieses riesengroße Geschenk von Gott erlebt hat und vielleicht wahrgenommen hat wie kaum ein anderer, vielleicht kein anderer. Und sein Leben wurde verwandelt um 180 Grad. Eine sehr krasse Geschichte. Und wir sehen darin so stark, wie Gott ist, wie Gottes Liebe ist, wie Gottes Liebe und Gnade wirksam sein kann im Leben eines Menschen. Dieser Simon, er hat von Jesus den Beinamen bekommen, Petrus. Also Simon Petrus. Meistens sagen die nur Petrus zu ihm. Und es ist auch nicht sein Nachname oder so. Es ist einfach, den Namen hat Jesus ihm gegeben, um seine Berufung auszudrücken. Fels, auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde. Du bist voll wichtig für mich. Du bist ein Leiter für mein Königreich, für meine Gemeinde. So, deswegen heißt du Petrus. Aber Jesus hat ihn eigentlich immer Simon genannt. So, bei seinem ursprünglichen Namen. War verheiratet, der Mann, hat ein Haus in Kapernaum gehabt, hat dort gewohnt, in der Nähe, und
hat als Fischer gearbeitet mit seinem Bruder Andreas zusammen. Sein Bruder Andreas hat ihn dann auch eines Tages wohl zu Jesus mitgenommen. Vielleicht waren sie vorher mit Johannes auch unterwegs. Und dieser Petrus, Simon Petrus, wurde in der Bibel, wird immer als der Führende, der Leitende erwähnt, der immer vorangegangen ist. Das war auch der immer am nächsten dran war an Jesus, mit zwei anderen Jüngern, ja, mit zwei anderen von seinen Freunden. Und dieser Mann, er war total temperamentvoll, begeisterungsfähig, leidenschaftlich, der hat ganze Sache gemacht. Der hatte so immer sein Herz ganz reingelegt. Und seine Entscheidungen kamen aus ganzem Herzen. Zum Beispiel einmal hat Jesus ziemlich hart gepredigt und es sind viele Leute von ihm weggegangen, weil es war zu hart für sie, dachten, oh Mann, wenn er so drauf ist, der Mann, dann kann ich ihm nicht nachfolgen. Und dann fragt Jesus seine Jünger, wollt ihr etwa auch weggehen? Und was sagt Petrus? Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Also er haut das so raus, so spontan, das ist Petrus, Simon Petrus. Er ist begeistert und er ist entschlossen und er spricht auch für die anderen, ja, wir, so, er ist so der Sprecher dann der Gruppe. Es hat auch so ein bisschen so eine Kehrseite, also er ist dann auch in Gefahr, dass er zu schnell mal spricht, ja, dass er zu schnell was rausgibt, was er lieber hätte mal erstmal durchdenken sollen. Und da gab es auch so eine Szene, wo Jesus geredet hat dann etwas später über seinen Tod und dass er sein Leben hingeben wird für die Menschen. Und dann will Petrus ihn abhalten und sagt, er nahm ihn beiseite und versuchte ihn mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn, den Petrus, scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan! Denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Also, er spricht ihn hier mit Satan an, so er meint den Satan, der ihm das so quasi eingegeben hat. Aber ziemlich krass, ja, so er wird da von Jesus mal richtig zurechtgewiesen, öffentlich, vor den anderen auch, weil er da so vorschnell einfach auch war und nicht immer da zuvor nachgedacht hatte, bevor er geredet hat. Und auch beim Handeln manchmal. Jesus wurde dann gefangen genommen im Garten Gethsemane und da kommen die Soldaten und Petrus kriegt irgendwie ein Schwert zu fassen und haut dem einen Knecht von den Soldaten das Ohr ab. So, er will Jesus verteidigen, was an sich eine gute Motivation ist, aber es war nicht so gedacht von Jesus her. Und das war aber halt der Simon wieder, ne? Der Simon, der schnell gehandelt hat und der einfach temperamentvoll war. Kennt ihr solche Leute? Ja? Oder seid ihr das vielleicht? Ja, der ein oder andere? Hammer, ist so cool, solche Simons zu haben und zu kennen. Ich mag solche Typen echt gerne. Das ist richtig cool, mit solchen Leuten unterwegs zu sein. Der Simon, der war dann auch der aufs Wasser gegangen ist, lesen wir auch in der Bibelstelle. Jesus auf dem Wasser, er läuft da, ja. Und er sagt zu Petrus, der im Boot sitzt, komm. Und tatsächlich, Petrus steigt aus dem Boot. Ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Also irgendwie kriegt er auch öfter mal sein Fett ab, ja. Aber man muss auch sagen, auch wenn er hier dann am Sinken war, immerhin hat er sich getraut, als Einziger. Immerhin ist er rausgegangen. Ja, so. Also, das ist Petrus, das ist Simon. Und nun gab es aber eine Situation oder eine Verkettung von Situationen, wo es ziemlich heftig wurde und wo er ziemlich tief gefallen ist, dieser Simon. Ziemlich tief gefallen ist. Zuerst mal ist er eingeschlafen. Das ist vielleicht noch die Variante, wo man sagt, okay, das kann passieren, eingeschlafen. Kann ja auch der eine oder andere nachvollziehen, ne? Auf einer Freizeit, wo man nachts weniger schläft. Aber bitte bleibt jetzt noch wach, ist ganz wichtig. Jesus ist im Garten Gethsemane vor seinem Weg ans Kreuz, vor seinem Leidensweg, bevor er sterben würde für alle Menschen. Und er nimmt drei seiner Freunde mit, drei seiner Jünger mit. Jesus leidet echt schlimme Qualen, so seelisch. Und er schreit zu Gott, er weint, er ist echt tief bewegt und er sagt, Gott, ich will diesen Weg nicht gehen ans Kreuz, aber wenn du es willst, dann mache ich's. So, dein Wille geschehe. Und Jesus ist voll am Kämpfen, so innerlich, in seinem Herzen. Und seine drei Freunde, seine drei Jünger, die er mitnimmt, auch der Simon Petrus, die sind in der Nähe, aber sie schlafen ein.
in dieser schweren Stunde, wo Jesus sie eigentlich gebraucht hätte, wo er gesagt hat, hey, kommt und betet mit mir, wacht mit mir, da schlafen sie ein und lassen Jesus im Stich. Das passiert nicht nur einmal, das passiert ein zweites und ein drittes Mal. Diese Schwäche kommt durch, die Müdigkeit ist so stark, die menschliche Natur kommt durch, ja, bei den Jüngern und auch bei Simon Petrus. Und so wurde Jesus im Stich gelassen in seiner schwierigsten Stunde bis dahin von seinen Freunden, auch von Simon Petrus. Und ich bin mir sicher, dass er sich vorgenommen hat, dieser Simon, oh Mann, das wird mir niemals wieder passieren, dass ich meinen Herrn und Meister so im Stich lasse. Das soll nie wieder passieren. Ich bin eingeschlafen, während er mich so braucht und hier gebetet hat und hier kämpft. Das soll nie wieder passieren. Ganz sicher hat er sich das vorgenommen. Aber es kam noch schlimmer. Es war schon etwas vorher, als Petrus zu Jesus gesagt hat, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, mit dir in den Tod zu gehen. Ja, ich bin bereit, alles zu geben für dich, mein Jesus. Du bist für mich Nummer eins. Aber Jesus hat ihm gesagt, aber Petrus, ich sage dir, noch bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen, wirst du dreimal sagen, dass du mich nicht kennst. Und kurz darauf passiert es tatsächlich, Jesus wird gefangen genommen und er wird hingeführt in den Hof, in den Palast des Hohepriesters. Die Leute sind dabei, viele Leute sind dabei und Petrus ist auch dabei, so ein bisschen Abstand. Und dort setzt er sich ein bisschen zu den Leuten in den Innenhof. Da ist ein Feuer und erst ist eine Dienerin da, die sagt, ey, den kenne ich doch. Dieser Simon war doch auch mit Jesus zusammen. Ist doch einer von denen, der da gerade angeklagt wird, den wir hier gerade gefangen genommen haben. Was sagt Petrus? Ich kenne diesen Mann nicht. Und das passiert ein zweites und ein drittes Mal, wieder dreimal. Dass er sagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Ich kenne diesen Mann nicht. Und wir müssen wissen, die sind vorher ein paar Jahre zusammen unterwegs gewesen, durch dick und dünn gegangen. Die haben einiges erlebt miteinander. Die waren quasi Tag und Nacht zusammen unterwegs und waren richtig gute Freunde. Und jetzt sagt Petrus, Simon Petrus, ich kenne diesen Mann nicht, ich kenne diesen Jesus nicht. Und dann heißt es, im gleichen Augenblick, beim dritten Mal, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Wenn wir uns mal kurz hineinversetzen in die Lage von Jesus an der Stelle. Jesus ist jetzt gefangen genommen worden, ist da angeklagt, wird verurteilt und sieht da im Augenwinkel seinen Freund Simon am Feuer sitzen. Wer weiß, ob die anderen da waren, vielleicht war nur Simon da, der sich einfach getraut hat, ja, zumindest so nah rangekommen ist. Aber er kriegt auch mit aus den Gesten, aus der Mimik und er weiß es natürlich auch, weil er hat es schon vorher gesehen, dieser Simon verleugnet mich gerade. Dieser Simon sagt gerade, dass er mich nicht kennt. Dieser Simon bricht gerade die Beziehung ab, die zwischen uns ein paar Jahre lang aufgebaut worden ist, die so eng war. Sein bester Freund, sein engster Gefährte, der immer so gleich begeistert war von den Ideen, die Jesus hatte und dem, was Jesus gemacht hat. Sein, ja, ich will nicht sagen Nachfolger, aber der, wo er gesagt hat, ja, auf diesen Fels baue ich meine Gemeinde. Also schon dieser Mann wird mein Werk auf dieser Erde fortführen. Auf den baue ich. Ja, auf den setze ich mein vollstes Vertrauen. Dieser Mann sagt jetzt, ich kenne ihn nicht. Und das, wo Jesus gefesselt ist, gefangen genommen worden ist. Dieses Verleugnen, das zu sagen, dass man jemanden nicht kennt, das ist das Schlimmste in der Freundschaft. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal erlebt ist. Ich hoffe nicht, dass du es schon erleben musstest. Und das ist krass, wenn Leute, mit denen du eine enge Beziehung hast, auf einmal sagen, ich kenne dich nicht mehr. Oder sich so verhalten, als würden sie dich nicht mehr kennen. Das tut richtig weh. Und ihr Lieben, das ist Teil auch der Qual, die Jesus getragen hat. Jesus hat Schmerzen getragen und ist dann gestorben. Aber ein Teil war auch die seelische Qual. Ein Teil war auch diese Qual, dass sein Freund gesagt hat, ich kenne ihn nicht und seine Beziehung hier abbricht und einfach löscht. Alles gemeinsam Erlebte wird hier gelöscht. All das Gemeinsame, was sie hatten. Das ist ein gewaltiger Schlag und das tut richtig weh. Und
Ich glaube, dass genau das in diesem Blick lag, den Jesus dem Petrus zugeworfen hat. Wo er ihn anschaut, der Hahn kräht, nach dem dritten Mal verleugnen. Und Jesus wirft Petrus diesen Blick zu. Und ich bin mir sowas von sicher, dass in diesem Blick viel Schmerz drin war. Das tut einfach weh. Jesus war auch Mensch. Und er hat auch wie ein Freund an der Stelle empfunden. Das tut total weh. Aber ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass auch keine Spur von Verdammnis war, von Verurteilung oder von, hey, wenn du das so siehst, dann ist von meiner Seite aus genauso. Dann kennen wir uns eben nicht mehr. Ich bin mir sicher, dass Jesus diesen Blick ihm absichtlich zugeworfen hat, um ihm zu zeigen, Petrus, das ist nicht das Ende. Du sagst, du kennst mich nicht mehr, aber ich kenne dich noch. Ich kenne dich noch. Und nun aus der Perspektive von Simon. Dreimal sagt er, dass er seinen besten Freund, seinen Herrn, seinen Meister, den Heiligen Gottes nicht kennt. Also schon auch nicht nur ein Freund, so ein Kumpel, sondern auch, wo er gesagt hat, hey, er ist von Gott gekommen. Er ist Gottes Sohn, er ist der Heilige von Gott, der, auf den wir warten. Er hatte alles aufgegeben. Er hat Jesus echt geliebt und hat alles hingegeben, ist ihm nachgefolgt, hat seine Zelte abgebrochen und war mit ihm unterwegs. Und jetzt löscht er das alles und bricht sein bisheriges Leben einfach ab. Er nimmt sich selbst damit den Boden unter den Füßen weg, mit dieser Sache, die er da tut. Sein Lebenshaus stürzt ein, er fällt und der Hahn kräht und Simon ist irritiert. Was war nochmal mit dem Hahnschrei? Jesus hat es gesagt, dreimal habe ich ihn verleugnet. Und dann empfängt er diesen Blick von Jesus. Und er empfängt diesen Blick und er geht raus und er fängt an zu weinen, bitterlich zu weinen. Er realisiert, was er für eine Schuld begangen hat. Er realisiert, dass er gerade einer von denen geworden ist, die Jesus quälen. Dass er sich auf die Seite der Gegner gestellt hat mit dieser dreimaligen Verleugnung. Auf einmal hat er die Seiten gewechselt. Und er merkt das und er weint und weint und weint. Er ist im Tal der Tränen angekommen, absolut am Tiefpunkt, verzweifelt. Er weint über sein Versagen, seine Schuld, über seine Schwachheit, dass er sein Wort nicht halten konnte. Und was es für eine Art von Schmerz war, dazu kommen wir gleich. Weil es nämlich verschiedene Arten von Schmerz gibt. So den Schmerz dieser Welt, das ist so dieses Selbstmitleid, ach ich Armer und auch die anderen sind schuld und darin kann man gut versinken und untergehen. Aber der Schmerz, der gut ist und oder die Tränen, die zum Guten führen, die zur Heilung führen, es sind diese Tränen aus einem betrübten Herzen, die Tränen der Umkehr sind. Es tut mir leid. Ich wollte es nicht. Ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen. Ich will umkehren. Diese Tränen, die zur Buße führen, zur Umkehr führen. Und das sind die guten Tränen. Das ist dieser gute Schmerz, der zur Rettung führt, wie wir im 2. Korinther lesen können. Und das Wunderbare ist dann tatsächlich, dass Simon diese Gnade von Jesus empfangen hat, wie wir in der Geschichte sehen. Simon, er weint über seine Schuld, er tat Buße, er kehrte wirklich um und er empfing Vergebung und er stand wieder auf. Damit unterscheidet er sich von Judas. Judas, die meisten werden die Geschichte von ihm auch kennen, er hat Jesus verraten, auch an die Feinde. So, ja, er hat, das war eine ähnliche Sache eigentlich. Ja, er hat ihn ausgeliefert, vielleicht noch ein Tick krasser, wenn man so möchte, aber er hat ihn ausgeliefert an die Feinde, ihn verraten, ihn überliefert, dass er jetzt gefangen genommen werden konnte. Aber Judas ist geblieben in seiner Verzweiflung, hat am Ende Selbstmord begangen. Petrus ist wieder aufgestanden, das ist der riesengroße Unterschied, weil Petrus hat Gnade empfangen. Er hat die Gnade bekommen. Petrus hat den Blick von Jesus verstanden, in dem kein Vorwurf zu sehen war. Da war keine Anklage und Verurteilung. Petrus hat verstanden, dass es diesen Neuanfang gibt bei Jesus. Und so kam er in die Gemeinschaft zurück, dann der Jünger, und als Jesus auferstanden war, ich mache den Sprung, Jesus ist am Kreuz gestorben, ist am dritten Tag auferstanden von den Toten, und dann lesen wir Folgendes.
Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Und er schloss, indem er sagte: Folge mir nach. Hier wurde Petrus traurig, weil er dreimal gefragt wurde, aber am Ende, glaube ich, hat er verstanden, warum er dreimal gefragt wurde. Er hat ihn ja auch dreimal verleugnet. Er hat ja auch dreimal gesagt: Ich kenne dich nicht. Und nun durfte er dreimal bekennen und sagen: Ich habe dich lieb, Jesus. Ja, ich habe dich lieb. Ja, ich habe deine Gnade empfangen. Und ich habe verstanden, dass du die Beziehung nicht abgebrochen hast, obwohl ich das getan habe. Und hier bin ich wieder. Ich habe dich lieb, Jesus. Ich bin wieder drin im Boot. Ich bin wieder im Team. Dreimal durfte Petrus bekennen, dass er Jesus liebt. Was ist das für eine Gnade? Wie liebevoll ist das von Jesus? Wie liebevoll ist unser Herr? Wie geht er mit Menschen um, die versagen? Genau hier sehen wir es. Dieser Simon Petrus, er wird wiederhergestellt durch die Liebe von Jesus und die Beziehung zwischen den beiden beginnt hier ganz neu. Diese Beziehung zwischen Jesus und Simon fängt hier neu an. Aber es ist nicht nur die Beziehung, es geht sogar noch darüber hinaus. Petrus wird wieder in seine Berufung hineingeführt. Jesus sagt: Hüte meine Schafe. Das ist der Anknüpfungspunkt an den Felsen. Petrus, auf dich baue ich meine Gemeinde. Hey, du bist hier ein Leiter, ich setze auf dich, ich brauche dich. Ich rechne mit dir, ich habe mit dir geplant. Und trotz des Versagens, Jesus kommt und sagt: Hüte meine Schafe, Petrus. Ich habe mir keinen anderen ausgesucht. Ich setze immer noch auf dich. Ich habe mir keinen anderen ausgesucht. Du bist es. Hüte meine Schafe. Es hätte ja auch genügt, könnte man sagen, wenn Jesus gesagt hätte: Hey, du hast mich lieb, ja, unsere Beziehung wieder in Ordnung, so Beziehungsebene geklärt. Hey, das ist doch das Wichtigste, dass wir wieder uns in die Augen schauen können, uns wieder verstehen, so. Aber nein, Jesus sagt, die Berufung, ja, ist immer noch da, ist dieselbe. Ich baue mit dir meine Gemeinde. Du bist immer noch der Fels und ich rechne mit dir. Und dieser Petrus, er wird tatsächlich wunderbar von Gott gebraucht. Er darf in seiner Berufung leben. Kurz darauf später passiert Pfingsten. Die Freunde von Jesus, die Jünger, sie warten auf den Heiligen Geist. Jesus ist in den Himmel schon aufgefahren, ist schon beim Vater im Himmel. Und der Heilige Geist kommt runter auf die Erde. Es braust und es tobt und Menschen werden mit dem Geist erfüllt. Und da werden 120 Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber wisst ihr, wer aufsteht und predigt? Simon Petrus. Simon Petrus. Der Versager, der noch ein paar Tage vorher, ein paar Wochen vorher gesagt hat: Diesen Jesus kenne ich nicht. Der wird hier vom Heiligen Geist erfüllt und er steht auf und er predigt. Und wir lesen dann, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Die sind extrem berührt und dann heißt es, viele nehmen die Botschaft an und ließen sich taufen. Die Gemeinde wuchs an diesem Tag um 3000 Menschen. Genau, hier ist nochmal der ganze Text. Okay, kehrt um, sagte Petrus, jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Liebe Freunde, das ist Simon Petrus. Vor 5 Minuten haben wir hier geredet über Simon den Versager, ja, der Jesus verleugnet hat, der gesagt hat, ich kenne ihn nicht. Hey, mit diesem Mann will ich nichts zu tun haben. Beziehung ist abgebrochen, alles ist gelöscht. Alles, was war, es ist nichtig, es zählt nicht mehr. Mein Leben, ich habe es auf den falschen Grund gebaut, versemmelt. Völliger Beziehungsabbruch. Und jetzt kurz später das hier. Was geht? Das geht bei Gott, wenn Gottes Gnade einen Menschen erfasst, wenn Gottes Gnade einen Menschen berührt. Hey, Gnade ist Gottes offenbarte Liebe.
Es ist diese Vergebung, es ist diese Freiheit, es ist, dass er sagt, hey, ich vergebe dir meine Tochter, mein Sohn, ich vergebe dir all deine Schuld und ich vergebe dir nicht nur, ich will nicht nur einfach eine Beziehung mit dir haben, ich will dich echt einsetzen und gebrauchen. Du bist frei und du darfst jederzeit kommen und ich rechne mit dir, ich plane mit dir. Und dieser Simon, er dient später auch dann weiter, auch mit Heilung im Namen von Jesus. Ja, dem einen Lahmen sagt er, im Namen von Jesus, steh auf und geh. Und der geht, ja, und die Wunder passieren. Er ist dann der Leiter der Gemeinde in der Apostelgeschichte, sehen wir es in Jerusalem. Später wird durch ihn so die Tür geöffnet, dass der ganzen Welt die Nachricht von Jesus erzählt wird. Also auch den Nichtjuden, den Heiden, wird dann durch Petrus das erzählt. So er öffnet diese Tür in die ganze Welt hinein. Dieser Petrus ist eine Schlüsselperson für alles, für das, auch warum wir heute hier sind und Christen sind und den Namen Jesus feiern. Dieser Petrus hat so viel bewegt. Er hat dann noch Briefe geschrieben, die wir auch in der Bibel haben, die Petrusbriefe. Und so sehen wir an diesem Menschen, dass Gottes Gnade so stark ist. Gottes Gnade ist nicht nur einfach, er erlässt uns unsere Schuld. Weil eigentlich ist Gnade so dieses, hey, der Schuldschein ist zerrissen und was du gemacht hast, das Böse, ich rechne es dir nicht an, es ist okay. Ja, weil ich habe bezahlt mit meinem Blut am Kreuz für dich, sagt Jesus. Aber es ist mehr als das. Es ist hineinführen in die Berufung. Es ist Ausrüstung mit der Kraft. Es ist wirklich diese Kraftausrüstung, die Gott die echt geben möchte. Und was wir sehen in dieser Geschichte vom Simon, um das einfach so ein bisschen zusammenzupacken, zusammenzufassen, ist, dass wir sehen erstmal, hey, es kommt vor, dass wir Menschen versagen. Und Gott ist, weiß das auch. Weißt du, Gott ist nicht überrascht, wenn du versagst. Das ist für ihn keine Überraschung. Er kennt uns Menschen mittlerweile ziemlich gut. Er ist immer noch traurig. Er ist immer noch echt enttäuscht und oder ja, einfach traurig und echt, es tut ihm weh. Aber er weiß es und er kommt damit klar. Weißt du, wenn du niemals versagen willst, dann tu einfach nichts. Ist ganz einfach. Dann bleib auf deinem Stuhl sitzen dein Leben lang und mach einfach gar nichts. Dann versagst du auch nicht. Aber jeder, der was riskiert, der wird versagen. Hey, jeder, der was riskiert und der echt vorwärts geht, der wird versagen. Und ihr Lieben, damit müssen wir echt klarkommen. Weil diesen Perfektionismus, das ist nicht, was wir in der Bibel finden. Bei keiner der Figuren, die uns da beschrieben ist. Sondern wir sehen, Gottes Gnade ist in schwachen Menschen mächtig, die auch versagen. So Versagen kommt vor, aber Gottes Gnade ist mächtig. Gottes Gnade ist so mächtig, dich jederzeit wieder aufzurichten, wenn du nur willst. Wenn du diesen Blick von Jesus empfangen möchtest, aus seinen Augen, den er dir heute Abend auch zuwirft. Wiederherstellung ist für dich möglich. Aus dem Versager Petrus macht die Gnade Gottes diesen vollmächtigen Pfingstprediger, von dem wir hier gerade gelesen haben. Aus diesem Versager macht sie diesen Mann Gottes, den Leiter der ersten Gemeinde, den Missionar. Wow! Was hat Gottes Gnade aus dir schon gemacht in deinem Leben? Vielleicht hast du auch schon Dinge, wo du sagst, ja, da hat Gottes Gnade mich echt berührt. Da habe ich seinen Blick empfangen und bin echt wieder aufgerichtet worden. Konnte weitergehen, konnte wieder aufstehen. Weil ich gemerkt habe, er hat mir meine Schuld vergeben, mein Versagen hat er mir nicht angerechnet. Gottes Gnade ist so mächtig, ihr Lieben. Und Gottes Gnade wird wirksam in einem zerbrochenen Herzen. Sie wird wirksam in diesem zerbrochenen Herzen. Simons Herz war zerbrochen. Und er hat geweint über sein Versagen, seine Sünde. Und er war so am Boden und sein Herz war aber offen. Er war nicht wie Judas, sein Herz war offen. Er war am Boden, aber er war bereit zu empfangen. Und er hat diesen Blick nochmal empfangen von Jesus, diesen letzten Blick, wo er gesehen hat, ah, er verurteilt mich nicht. Er liebt mich noch. Ich habe gesagt, ich kenne ihn nicht, aber er kennt mich noch. Er kennt meinen Namen. Jesus sagt das und er sagt es dir auch heute Abend. Ich liebe dich immer noch mit derselben Liebe, die ich schon immer für dich hatte. Wie ist es mit dir? Hast du mich lieb? Das ist das Einzige, was er hören will. Das ist seine einzige Frage. Und diese Frage, die er immer wieder auch stellt. Und die er besonders dir stellt, wenn du ein Stück weggekommen bist und weggelaufen bist. Oder wenn du ihn noch gar nicht persönlich kennst. Es ist einfach nur diese Frage, hast du mich lieb? Hast du mich lieb?
Und wenn dein Jahr kommt, dann kommt seine Berufung. Hey, dann weide meine Schafe und dann gebe ich dir einen Auftrag. Aber erstmal vor dem Auftrag kommt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Sind wir noch in der Beziehung? Sind wir zusammen? Hast du meine Vergebung empfangen? Petrus war ein echter Glaubensheld, weil er der Liebe von Gott geglaubt hat. Er hat dieser Gnade von Gott geglaubt. Er hat geglaubt, dass diese Gnade so mächtig ist. Und er hat diese Gnade zugelassen in seinem Leben, ganz persönlich. Er hat sie zugelassen. Die Gnade Gottes wird im zerbrochenen Herzen wirksam. Und jetzt weiß ich nicht, wie es dir heute Abend geht, ob du hier bist und sagst, ja, ich habe ein zerbrochenes Herz. Das kann sein wegen Versagen, weil du merkst, ja, ich habe versagt und ich bin echt ein Stück weg. Ich habe einfach Dummheit gemacht, Mist gebaut. Das kann aber auch sein, dass du verletzt worden bist von anderen Menschen und dass dein Herz deswegen auch zerbrochen ist. Und auch in diesem zerbrochenen Herzen ist Gottes Gnade so mächtig, so wirksam, wenn du sie zulässt, wenn du Jesus hineinlässt in dein Herz. Er will immer nur dein Herz. Weißt du, Gott kann sich jeden Wunsch erfüllen auf dieser Welt. Ihm gehört das ganze Universum, ihm gehört alles. Er kann sich jeden Wunsch erfüllen. Nur einen Wunsch nicht. In dein Herz reinzukommen. In deinem Herzen zu wohnen, in deinem Herzen den höchsten Thron einzunehmen, den Platz einzunehmen. Er kann sich jeden Wunsch erfüllen. Aber seinen sehnlichsten Wunsch kann er sich nicht erfüllen. Da braucht er dein Ja, braucht er deine Einladung in dein Herz hinein, dass er reinkommen darf in dein Herz. Gottes Gnade wird wirksam in einem zerbrochenen Herzen. Und ihr Lieben, es ist wirklich so, dass Gott seine Gnade über uns ausgießen möchte, seine Liebe ausgießen möchte. Er möchte dich mitnehmen, mitreißen, wie in einem Strom. Er möchte dich mitreißen in dem Strom seiner Gnade, seiner Liebe. Er möchte seine Liebe dir offenbaren, weil ich kann hier reden, aber dass du Gottes Liebe offenbart bekommst, dass er es dir persönlich zeigt, das kann nur er machen, ganz persönlich. Das möchte er machen. Das möchte er jetzt tun. Das möchte er jetzt tun. Also lade ich uns ein, dass wir aufstehen zusammen und dass wir gleich zusammen beten und auch weiter im Lobpreis sind. Die Band kann auch schon kommen. Und ich möchte dich echt einladen, in dieser Zeit einfach nach vorne zu kommen und auf deine Knie zu gehen. Auf deine Knie zu gehen. Weil Gott will dich mit seiner Liebe beschenken, seiner Gnade dich erfassen, während du vor ihm kniest und damit ausdrückst, Herr, ich bin zerbrochen, mein Herz ist zerbrochen, oder Herr, zerbrich mein Herz für dich, damit ich deine Gnade empfangen kann. Wir müssen das nicht immer suchen, wir müssen nicht den Schmerz suchen und sagen, oh, ich brauche jetzt irgendwie muss ich jetzt verletzt werden oder einen Schmerz bekommen, damit ich jetzt von Gottes Gnade erfasst werden kann. Das wäre ja krass. Aber wir können uns hinknien vor ihm und sagen, Gott, ich will von deiner Gnade berührt werden, ich will diese Verwandlung erleben, die Petrus erlebt hat. Das will ich auch. Ich will gepackt werden von dieser Liebe, Jesus, von dir. Und um jeden Preis will ich das. Und als ein Zeichen dafür knie ich mich hin vor dir. Und ich suche dich. Und ich sage, Jesus, Herr, nimm mich hin und zerbrich mein Herz. Das heißt, nimm alles weg, was nicht von dir ist. Ja, ich will nur dich sehen. Ich will nur dich vor Augen haben. Ich will nur dir mein Glück suchen. Ich will nur dich. Und das gilt aber auch ganz besonders für dich, wenn du dich als Versager fühlst gerade und sagst, oh, ich glaube, ich schaff's nie so richtig mit Gott, oder ich bin gerade weg von ihm, oder ich kenne ihn noch gar nicht persönlich. Hey, dann bitte komm am besten als Erster und knie dich echt hin, wo Platz ist, einfach hier vorne oder hier, überall, wo du einen Platz findest. Knie dich vor deinen Gott hin und empfange die Gnade Gottes. Empfange die Gnade Gottes. Ich möchte beten und ihr dürft gerne schon während dem Beten einfach auch kommen und einfach euch hinknien. Und es kommen dann auch Mitarbeiter vom Team, die auch für euch beten und mit euch beten. Den könnt ihr auch kurz sagen, was der Punkt vielleicht gerade ist für euch, wenn ihr das mögt. Und dann beten wir gerne für euch, dass Gottes Gnade freigesetzt wird, die ein Menschenleben verwandelt, die einfach Berufung freisetzt, die Liebe Gottes offenbart in unserem Leben. Diese Liebe, die nicht so niemand toppen kann. Ja. Ich bete einmal und kommt gern und kniet euch hin hier vorne. Herr Jesus Christus, du bist der Herr, du bist der König der Könige.
und du bist die Liebe in Person. Du hast dein Leben gegeben am Kreuz für unsere Schuld, für unser Versagen. Jesus, du hast damit gemacht, dass es nicht mehr zählt. Du wirfst uns diesen liebevollen Blick zu aus deinen Augen und du sagst, ich rechne deine Schuld dir nicht an, ich kenne dich noch. Ich kenne dich noch. Ich habe dich noch so lieb. Ich habe dich nicht losgelassen. Ich rechne noch mit dir. Ich habe dich berufen und ich will dich hineinbringen in deine Berufung. Ich will meine Gnade dir schenken. Ich will meine Gnade an dir wirksam machen. Ich will dir meine Liebe schenken. Danke, Jesus. Du bist so ein wunderbarer Gott. Du bist so wunderschön. Du bist so heilig, so groß. Und du kommst uns trotzdem so nah. Vielen Dank dafür, Herr Jesus. Danke, dass wir heute Abend vor dir knien dürfen. Und dass ein zerbrochenes Herz deine Gnade empfängt. Dass ein zerbrochenes Herz deine Liebe empfängt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass wir nicht spielen müssen heute Abend vor dir, dass wir alle Masken ablegen dürfen und echt und ehrlich sein dürfen vor dir. Du kennst uns sowieso. Danke, Jesus. Vater im Himmel, ich bete, dass du durch den Heiligen Geist deine Liebe über uns ausschüttest, über uns ausgießt, deine herrliche, kraftvolle Liebe. Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen eine Beziehung zu dir. Wir brauchen dieses Leben, was nur von dir kommt. Gott, ich bete, dass du es ausgießt über uns. Deine wunderbare Liebe. An einige Herzen klopft Jesus gerade an, ganz, ganz direkt. Und du spürst, dass du merkst, dass wie jemand anklopft. Das ist Jesus. Er klopft an und er möchte reingelassen werden. Aber er wartet so lange, bis du es ihm erlaubst, bis du ihn wirklich reinlässt. Das ist ein Kampf, ja, das ist auch nicht immer einfach. Aber ich mache dir Mut, diesen Kampf jetzt zu kämpfen und auf deine Knie zu gehen und sagen, Jesus, hier bin ich, hier ist mein Leben. Gebrauche mich, verwandle mich, forme mich zu deiner Ehre, für deinen Namen, für dein Königreich. Hier bin ich. Jetzt alle vom Team einfach auch mit rumgehen und beten. Und wir beten Gott an. Ja. Wir preisen ihn. Genau, lass uns einfach ihn suchen, auf ihn schauen. Jesus ist hier, er ist unser Mittelpunkt. Von ihm kommt alles, ja, was wir brauchen. Von ihm kommt das Leben, die Wiederherstellung, die Heilung. Lass uns alles von ihm empfangen, egal ob du kniest oder ob du stehst oder ob du sitzt. Alles kommt von ihm. Wir schauen auf Jesus. Wir schauen auf Jesus.